Ja. Der Chef. Bestes Bild heute jemals. Was Besseres, wenn wir heute nicht bekommen. Ja, dann jetzt Cut, Video zu Ende. Hallo, guten Morgen. Kostet. Persönlichkeitsrechte. Yo! Was läuft? Wir sind mal wieder in der Luxusvilla von Danja und die ist schön weihnachtlich eingerichtet. Ja, guck mal. Warte mal, ist das ein Müllsack? Nein, da sind die ganzen Weihnachtsbaumkugeln drin. Das habe ich eben aber nicht gesehen. Ja. Nein, lass es, sonst überzeugst du mich vom Gegenteil. So, Daniel hat das super schön eingerichtet. Ja, das sind definitiv keine Weihnachtskugeln. Ja, warte, aber hier siehst du zum Beispiel Lichterketten und so. Daniel, darf ich kurz in die Küche was zeigen, bevor wir die Challenge starten? Willst du da jetzt mein Geschirr zeigen? Nein. Danja hat Plätzchen gebacken. Ja. Ey, und die sind richtig lecker, Danja. Oh, nein, mein. Guck mal, du darfst auch die Kamera halten. Guck mal, die ist wieder voll Diva für mich. So, was willst du von mir? Ja, dass sie jetzt so zusammengeklebt sind, weiß ich nicht. Feiere ich jetzt nicht so. Machst du das immer so, dass du woanders hinläufst und dann die Leute fertig machst für ihre Plätzchen? Nicht irgendwo, bei dir. Ach so. Ich muss sagen, sehr leckere Plätzchen. Sehr wirklich schön. Sehr, sehr lecker. Das freut mich. Aber wir sind heute nicht hier, um Plätzchen zu essen, Danja, sondern... Nicht? Ach nö. Also das auch. Sondern es geht darum, wir haben eine Challenge. Wir brauchen die Treppen dafür. Guck mal, hier ist auch schön eingerichtet. Erkenne den YouTuber-Song oder laufe die Treppen hoch und runter. Ja, es geht um die Lyrics. Ich kenne nicht so viele YouTuber-Songs. Ich kenne sie auch nicht. Ich habe Lena ein paar Songs geschickt, ja, wo sie die Lyrics einfach mal ein bisschen was raussuchen soll. Also ich kenne die Songs auch nicht, glaube ich. Wenn wir sehen, es sind auch ein paar dabei, vielleicht von Leuten, die wir kennen. Vielleicht auch nicht. Wir starten mit dir dann, aber ja? Aber wir machen uns einfach richtig unbeliebt, wenn wir den Song nicht erkennen. Das kann sein. So, natürlich nehmen wir die GoPro dafür mit. Boah, ich werde so schwitzen danach. Ich werde einfach stinken dann das ganze Video überkahren. Das ist wie immer. Ja, du musst aufstehen. Sag mal, ein bisschen mehr Elan heute. Ein bisschen mehr Motivation. Du bist voll so, als hättest du gar keine Lust da drauf. Ob ich Lust habe, die Treppe aus Spaß? Ja, das ist dein Haus. Hallo? Okay. Folgender Text, oder folgenden Text habe ich für dich. Ja. Ich fing an mit Roblox, da war keiner von euch da. Es reicht, wenn du den Song kennst oder den Interpreten oder wer das gesungen hat. Ach so, okay. Was auch immer. Also entweder den Interpreten oder... Genau. Ich fing an mit Roblox und da war keiner von euch da. Och, du nicht, Daniel. Von wem ist das? Errate den Song. Das von und Kenny. Bleibe hier. Nee, Kenny macht Minecraft. Errate nicht den Song. Lami? Und du musst nach oben. Nein! Was denn? Es ist Lami. Boah, uff, ein Glück. Mann, ich fang mal ja toll, Mann. Ja, es ist Lami. Es ist Lami. Okay, wir tauschen. So. Du bist jetzt die Kamera. Ja, film dich genau, Danja. Film wieder dich die ganze Zeit. Du sollst mich filmen. Das ist unfassbar. Also ich arbeite nur mit Amateuren, Leute. Ich arbeite wirklich. Hallo! Kannst du mal darauf achten, mich zu filmen? Du bist doch rum. Guck mal, ich war gerade so. Ja, keine Ahnung, dann hör auf dich zu bewegen. Dann bist du einfach, dass wir dich dann überhaben. Hä? Du sollst jetzt nicht raussuchen, was du für dich hast? Weil sie die Songtexte jetzt auch bekommen hat von mir, aber sie weiß nicht, von wem die sind. Ich bin cute, aber gefährlich, so wie Mio, mache ich dich fertig. Nochmal? Ich bin cute, aber gefährlich. So kannst du es singen, bitte? Kannst du es singen? Ich weiß auch nicht, wie man... Ja, es interessiert mich. Ich habe es auch gesungen ein bisschen. Ich bin cute, aber gefährlich. So wie Mio mache ich fertig. Boah. Also... Ich habe das Gefühl, den Song schon mal gehört zu haben. Könnte von Candy oder Flauschi sein. Okay. Und Mio hört sich ein bisschen... Boah, es müsste eigentlich Flauschi sein. Ich sage, es ist Flauschi. Meinst du, es ist Flauschi? Ich sage, es ist Flauschi. Okay, warten wir mal, ob denen das antwortet. Also ich habe gesagt, das ist von Flauschi. Sag jetzt, ich muss die Treppe hoch und runter. Ja, viel Spaß, Treppe hoch und von wem war es denn? Sag es nicht von Candy. Nein. Sondern? Es war von Sam und Julia Beautics. Oh nein! Oh nein! Ehrlich? Ja, obwohl, also sie heißt in dem Fall Julia Beautics. Ja, ich weiß, Cool und fresh. Oh nein! Aber ich dachte, das... Oh, da. Ja, viel Spaß. Ja, voll. Ich hab keine Lust. Also jetzt gerade geht's noch, aber gleich. Wie viele Songs sind denn eigentlich? Ich glaube, keine Ahnung, wie viele das sind. Also ich zeige euch das jetzt nicht hier, wie es hier aussieht, Daniel, aber es sieht sehr chaotisch aus hier oben. Und das ist halt unser Dachboden. Also du weißt doch, dass ich vorbeischaue. Hör auf, mal zu mir nach Hause zu kommen und zu meckern. Ganz ehrlich, du bist ein Gast. Hä, ich hab doch gesagt, ich finde das voll schön hier. Ach so.
Okay, wir tauschen wieder. Daniel ist dran. Ja, ich weiß nicht, ob ich dran sein will. Was meinst du, wie oft? Du sollst dich nicht. Ja, aber ich muss ja gleich laufen. Ich muss meine Kräfte sparen. Ich bin alt. Okay. Okay, okay. Okay. Ja, wir leben gerade in einer geilen Zeit, denn endlich gibt es hier Takis und Prime. Das sind auch mein Lebensmotto. Das ist der Taki-Song von Alina. Oh, Mann, Anja! Bin ja! Echt? Yeah, ist das schön, ey, hier. Also, falls ihr, die Songs noch nicht gehört habt, könnt ihr sie gerne anhören. Ich kenne sie auch nicht alle, aber... Mann, wo weißt du das denn schon wieder? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich krieg echt ein bisschen die Krise. Ich find's toll, wie du die Kamera hältst. Ich muss ja gucken. Ich hol mir ein Plätzchen. Ein Plätzchen, ganz platt. Perfekt. Nein, Moment. Kannst du auch mit dem Plätzchen die Treppe hochgehen? Nö. Okay. Alle feiern diesen Bro. Ey, ich fühle mich wie ein Rockstar mit 3 Millionen Abos. Abos. Und mein Name ist Lami Rockstar. Ich sag, es ist Lami. Ist das Lami? Ich glaube schon. Sicher? Hat Lami 3 Millionen Abos? Ich glaube jetzt, oder? Warte, stopp! Also Candy und Flauschi kann es auch nicht sein. Aber steht ja, ich fühle mich wie ein Rockstar mit 3 Millionen Abos. Vielleicht hat die Person nicht 3 Millionen Abos. Doch, ich sag, es ist Lami. Oder ist Candy? Es könnte auch Candy sein. Jetzt log ein, was du einloggen willst. Ja, Verzweiflung. Ich sag Lami. Es ist Lami. Ja, yeah, let's go. Schöne Grüße an Lami. Wir haben lange schon nicht mehr gesprochen. Ja, das stimmt. Also schöne Grüße an Lami. Ja, sehr gut. Bitteschön. Daniel, darf ich dich mal was fragen? Warum isst du deine Plätzchen eigentlich nicht selber? Ich habe heute zum Frühstück welche. Aber hast du da was irgendwie reingemischt? Nein, überhaupt nicht. Kannst du die mal bitte essen? Ja, na klar. Ja gut, Durchfall kann auch später kommen. Ich habe schon ein bisschen Bauchschmerzen bekommen. War ein Spaß. Okay, Daniel. Okay. Es war ein Spaß. Entspannen Sie sich. Gut, wir kommen zu einem weiteren Song. Mhm. Also es kann auch ein Song doppelt oder so sein, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Okay. Komm ich um die Ecke, weiß sie da Bescheid. Gleich passiert irgendein Prank online oder real life. Also ich singe es nochmal, Daniel. Komm ich um die Ecke, weiß sie da Bescheid. Gleich passiert irgendein Prank online oder real life. Okay, wahrscheinlich richtig schlecht. Das ist auch der Grund, warum ich... Du kannst eigentlich einen Song, du kannst gut singen, ich kann es nicht. Meine Frau kann auch gut singen. Candy und Flauschi haben mir angeboten, eine Weihnachtsmusik zu machen. Soll ich machen? Achso, mir wurde es nicht angeboten. Candy, Flauschi, alles klar, ich weiß Bescheid. Du warst ja nicht dabei. Ja, ist okay. Ist okay, ich habe schon verstanden. Auf diesem Evolution-Server werde ich sowieso nur von allen gemobbt, ne? Weißt du schon Bescheid? So ein Quatsch. Ja, natürlich, bitte? Soll ich dich dran erinnern, wo ich meine Pinguin-Rolle bekommen habe, was da los war mit dem Herz? Soll ich dich dran erinnern, dass du bei mir geklaut hast? Ja, aber das war ja was anderes. Okay, warte, ich krieg die Antwort. Du denkst schon nach, ne? Mhm. Oh, okay, das wirst du, glaube ich, nicht rausbekommen. Meinst du nicht? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt Taktik ist. Weiß ich nicht. So, von wem könnte... Wer hat denn noch so Songs gemacht auf YouTube? Ja, aber es kann ja auch sein, dass es nochmal Candy ist. Ich hätte jetzt... Hä, was auch? Wieso nochmal Candy? Ja, der hat doch voll viele Songs. Ja, alles gut. Deshalb hätte ich jetzt gedacht, okay, vielleicht Candy, der macht ja auch voll oft so... Okay, 3, 2, 1... Kannst du mir nochmal den Text vorlesen? Oh, komm ich um die Ecke, weiß sie da Bescheid, gleich passiert irgendein Prank online oder real life. Das ist auch so richtig YouTube, ne? Online oder real life muss ja dann auch jemand anderes sein als Candy, weil ich glaube, der hat nicht so viel real life gemacht. Richtig, Flauschi ja gar nicht. Lami ja auch nicht viel. Nein. Daniel, los jetzt. Hä, wen gibt's denn noch? Oder du kannst freiwillig die Treppe hoch und Alina runter. Alina ist es auch nicht. Wer macht denn noch Pranks? Also wie gesagt, Song oder wer es gesungen hat. Daniel, los jetzt. Sag was. Mann, ich weiß doch nicht. Sag was! Ja, lass mich doch überlegen. Mann, du überlegst schon seit einer Minute. Jetzt mach. Ich schmeiß dich gleich aus deinem eigenen Haus raus. Wer kann denn? Wer? Online oder real life? Wer macht denn noch Songs? Ja. Sind doch alles Leute, die wir kennen? Boah, ich glaube nicht alle, aber ein paar, die meisten haben wir kennengelernt. Auch wenn wir keine Videos zusammen drehen, die meisten haben wir aber kennengelernt. Und es muss ja auch irgendwie ein Duo sein, weil... Ja, wie gesagt, Daniel, los jetzt! Guck mal, du sollst auch mal ein bisschen Sport machen, jetzt kurz vor Weihnachten.
Du musst einen Abend sagen. Ja, Weihnachten wird viel gegessen. Da sollte man sowieso vorher sprechen. Ja, du auch. Du, ich sowieso, aber du auch. Ja, keine Ahnung. Ich sag... Mann, was gibt's denn noch so für Duos? Ich hab das Gefühl, ich vergesse gerade voll jemanden, den ich eigentlich kennen müsste. Wer hat denn noch so viele Pranks gemacht? Emily, und sonst? Emily gibt's ja auch noch. Ja, aber... Mario, Aborg, Sally. Ja, aber da überleg ich ja gerade... Ja, jetzt sag, ist vorbei, sag jetzt. Entweder du sagst was oder du gehst freiwillig jetzt die Treppen hoch. Ich geh freiwillig die Treppen hoch, ich weiß nicht, was das okay, ist. Es ist der Burger-Pommes-Song 2. Wirklich jetzt? Es ist der Burger-Pommes-Song 2? Okay, den habe ich noch nicht gehört. Ich habe den auch nicht gehört, aber ich weiß, dass es... Ich weiß, dass es ein Ding ist. Okay, viel Spaß. Tschüss. So, in der Zwischenzeit gönne ich mir noch mal... Ja, die Treppe laufe ich jetzt für den Burger-Pommes-Song. The Burger-Pommes-Song. 2. Burger Pommes-Song, Burger. Burger Pommes-Song. Ich kenne ihn nicht. Ich habe nicht mal den ersten gehört, glaube ich. Ja, als ob wir darüber auch urteilen können. Ja, man soll darüber auch nicht urteilen. Und was Privathörer findet auch nicht jeder gut. Okay, Danja. Switch! Switch. Meinst du Swift? Ist das wie Taylor Swift? Nee, das ist Deko. Also okay. Ja, das da unten, das war Adventskalender von Flo, den habe ich selber gemacht dieses Jahr. Und das andere ist Weihnachtsbaum-Deko. Du sollst mich ver... Ach, ich krieg... Achso. Du bist voll... Oh Gott, die ist voll aus Atem! Weiß gar nicht, haben Abok und Sally... Doch, die haben doch bestimmt auch Songs rausgebracht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, Danja, los jetzt! Ja, warte. Die 4 weiß ich sogar selber. Okay. Und Candy sitzt nur rum, denn er spielt gerade noch keine Rolle. Ja, jetzt ist die Frage, eigentlich muss das Flauschi sein. Und ich finde aber, bei dem solltest du schon auch noch den Titel mitsagen. Sonst kann ich es leider nicht... Ja, ich weiß es. Guck mal, ich gehe einmal hoch, einmal runter. Es ist Flauschi featuring Prank Sisters, glaube ich. Es ist, glaube ich, Prank Sisters, der Song. Es ist Prank Sisters! Prank Sisters! Keine Ahnung, wie es geht, aber das weiß ich. Ist Prank Sisters? Es ist Prank Sisters. Let's go. Ich wusste es. Sehr gut. Ich höre den Leuten auf Evolution auch zu. Geht an euch alle. Tops, besonders an dich. Wechsel! Ich bin völlig verwirrt hier mit den ganzen... Handykamera zu... Das ist so viel. Ich kenne das nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ist auch so voll weird, Kahn zu sehen. So. Ja, das stimmt wirklich. Kennst du bestimmt. Okay, dann ja. SOS, hör, schreiben alle Rapper, wenn ich rhyme, weil sie wissen, sie sind wack. Ja. Hey, warum hör? Keine Ahnung, das steht da so, ist also, mit dabei. Was, SOS? SOS, hör, schreiben alle Rapper, wenn ich rhyme, weil sie wissen, sie sind wack. Ja. Hör, schreiben alle Rapper, wenn ich rhyme, weil sie wissen, sie sind wack. Ja. Wer könnte das sein? Und welcher Song? Nee, du sitzt mehr heute, das gefällt mir gar nicht. Ich muss denken. Nein, du denkst mir ein bisschen zu lange. Okay, alles klar? Ich sag, das ist auch irgendwie ein Julian Bam Song. Was? Ja, du musst jetzt schon was Konkretes sagen. Warum? Sag doch jetzt was. Was ist deine Antwort? Irgendwann ein Mondsong? Du sag jetzt entweder Interpret oder Songname. Ja, Julian Bam. Das ist richtig. Ist auch cool und fresh. Von cool und fresh. Mann, ey, das nervt mich voll, dass sie wieder alle Antworten weiß. Das stört mich einfach. Du musst auch schon laufen. Muss auch schon laufen? Okay. Vielleicht jetzt mal was Schwieriges dann, ja. Okay? Vielleicht jetzt mal was Schwieriges. Okay? Jetzt habe ich einen Ohrwurm von Prank Sisters. Oh nein. Sing mal. Nein. Ich weiß nur Prank Sisters. Keine Ahnung. Hast du da mitgesungen eigentlich? Mhm. Ja, ist auch gut so. Besser ist. Ey, ihr habt es echt schön hier gemacht. Danke. Ich meine, ich würde zwar nicht hier wohnen wollen, aber es ist echt schön. War ein Spaß, ich schwöre, war ein Joke. Hast du jetzt mal was? Ja, ich freue mich die Antwort. Ey, so lange brauche ich mal bei Online-Banking, wie du brauchst hier, um... So, jetzt sag... Ey, oh, ich krieg die Krise. Als ob du den Song auswendig kannst. Kann ich ja nicht. Ja, los. Voll nervig, Mann. Das ist nicht nervig, kriegst du einfach nur nicht hin, weil du stehen musst. Sie sind ein Lebensgefühl, sie sind für mich da, wenn ich überhaupt nichts mehr fühle. Was nochmal? Sie sind ein Lebensgefühl, sie sind für mich da, wenn ich überhaupt nichts mehr fühle. Wer ist denn nicht mehr da? Sie sind ein Lebensgefühl, sie sind für mich da. Sie sind ein was? Lebensgefühl? Ja. Was ist denn Lebensgefühl? Vielleicht. Ist das vielleicht auch aus dem Taki-Song?
Ja, ich sag aus dem Taki-Song. Zwei Lines aus dem Taki-Song? Sag ich ja. Ja, ist richtig. Ja! Ehrlich? Ja, ist richtig. Ja, sehr gut. Ach, guck mal. Ich bin richtig stolz auf dich. Du wolltest jetzt, dass ich die Treppe hochgehe, ne? Ja, normal will ich das. Ich hab eigentlich auch damit gerechnet, dass das öfters passiert. Alter, ich muss sagen, das Objektiv hier in deiner Kamera ist furchtbar. Willst du mich gerade veräppeln? Guck mal, was vor dem Objektiv ist. Bevor du mich nervst. Guck mal. Das ist ein Luftballon jetzt. okay. Guck mal, ich stand gerade hier, ne? Und du schreist mich die ganze Zeit an, dass ich dich nicht filme, ne? Ach, warte. Gut, okay. Hast du gerade gefurzt? Nein, das war der Knochen. Ach so. Ich schwöre, das war mein Knochen. Karl hat gerade gesagt, warte. Nein, ich habe hier an meinem Rücken. Film mal, ich habe so gemacht. Dann hat er kurz hier hinterher gemacht. So. Und dann habe ich plötzlich so. Ja, das war Knacken. Gehört. Wenn es furzen wäre, wäre deutlich lauter. Okay, warte. Zwei. Okay. Oh, bitte, lieber Weihnachtsmann, ich habe eine Frage. Ist es sehr geheim oder darfst du es sagen? Oh, bitte, lieber Weihnachtsmann. Ich hab eine Frage. Eine Frech. Ist es sehr gemein? Geheim. Geheim oder darfst du es sagen? Das ist der Weihnachtssong, der jetzt rausgekommen ist von Candy. Ich glaub nicht, aber warten wir mal ab. Ist falsch! Oh, ist der Weihnachtsrap von Candy. Also Treppe hoch. Nein, aber. Es ist ein Weihnachtsrap. Du musst jetzt. Nein, es ist ein Weihnachtsrap. Aber du hast Weihnachtssong gesagt. Ich hab doch den Interpreten richtig. Ja, aber du hast beides gesagt, dann muss auch beides korrekt sein. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist ja voll die Missregel, jetzt die du geführt hast, Alter. Naja. Für Candy und für Flauschen laufe ich aber trotzdem die Treppe hoch. Die am Schleimen ist. Wie die am Schleimen! Die beiden sind ja auch nett zu mir im Gegensatz zu dir! Ja, also. Okay, dann, ich würde sagen, ich noch ein und du noch ein. Ja. Mir reicht es dann auch mit Treppe gehen, muss ich sagen. Hey, du bist doch gerade mal 20. Ich bist du doch. Du bist so ekelig. Ehrlich. Ja. Ekelig. Ecklig. Ecklig. You are so ecklig. Ecklig. Yes, I'm such a crybaby, you know. I'm from the United Kingdom. I speak British English. Ist das Neid oder was ist das? Das ist einfach nur. Das ist einfach nur so. Okay. Ja, das auch. Okay, mein Song. Ich muss bisher nur einmal die Treppe hoch und runter. Ich bin richtig gut, finde ich. Pranks, ist das. Oh nein, hör auf, ey. Jetzt ist das die ganze Sache. Ich gleich ist die ganze Sache in meinem Kopf. Habe ich gar keine Lust drauf. Ja. Weißt du, wie anstrengend das ist? Alles klar. Und ich muss los und es geht los. Was? I und ich muss los und es geht los. Wie nochmal? Ja, da muss doch noch was kommen. Nein, I und ich muss los und es geht los. Das ist manchmal so. Hast du drei Gänge-Menü bei mir? So, es geht los, ich muss los. Boah, ich hab keine Ahnung. Ich würde sagen nochmal Lami? Ich glaube Lami. Lami? Ich sag Lami. Sicher. Oder nein, ich sag Emily. Emily-Song könnte es sein. Es könnte eine Emily oder. Nein, nein! Ich meine. Ich glaube, es muss nochmal Cool and Fresh sein. Cool and Fresh. Cool and Fresh. Ich bin mir sicher. Falsch. Lina mit Takis. Schon wieder. Ja. Keine Lust mehr. Okay, ist gerade mal das Zeit. Es geht eigentlich. Aber hier oben ist schon ziemlich anstrengend dann, ja? Habe ich schon gesagt, dass das hier absolut schlimm aussieht? Ja. Okay. Wollte ich nur noch mal klarstellen. Nein! Mach aus! Mach aus! Ich will jetzt hier nicht tanzen. Gut. Nein! I don't dance now. Tanz doch. Tanz doch zu Prank Sisters. Warte. Nein, das will ich nicht machen! Das sieht voll dumm aus! Dann jetzt komm hier hin, ich werde jetzt nicht zu Prank Sisters tanzen. Seit wann bist du denn, hast du denn Angst vorm Tanzen? Ich hab nicht Angst vorm Tanzen. Prank Sisters. Also hört euch die Songs auf jeden Fall nochmal an. Okay, letzter Song für dich. Ja. Ja. Ja, warte. Oh, da muss ich mich mal kurz hinsetzen. Oh. Naja.
Ja, das soll. Okay. Glänz auch hier. Wieder. Ganz viel Redstone in meinem Haus und viele Kekse in meinem Bauch. Flauschi. Wie jetzt? Bist du dir sicher? Ja. Ganz viel Redstone in meinem Haus und viel Kekse in meinem Bauch. Flauschi. Flauschi. Sag's Flauschi. Nein! Ich mach das jetzt nicht an. Auch wenn das schon gut ist und Ohrwurmpotenzial. Ich mach ihn jetzt nicht an. Ja, so siehst du wütend aus. Da machst du richtig jedem Angst. Stimmt. Gefährlich auch. Jetzt mach doch mal. Ja, wir warten noch. Flauschi? Und das ist falsch! Es ist der Weihnachtsrap von Candy! Oh. Candy! Aber da singt auf jeden Fall Flauschi. Ja, aber es ist. Ja, aber du hast. Es ist ein Song von Candy, aber es ist kein Song von Flauschi. Aber Flauschi ist immer da drauf. Ja, aber er ist auf Candys Kanal, also zählt er eher zu Candy. Hättest jetzt Candy gesagt, ist okay. So, noch einmal viel Spaß! Ja, Leute! Das war. Au! Schwester, das ist dein Haus. Errate den YouTuber-Song oder lauf die Treppen hoch. Ich muss sagen, es war eigentlich relativ entspannt, aber ich muss mir die Songs vielleicht auch mal anhören. Kennt ihr sie alle? Schreibt sie in die Kommentare. Ja, genau. Und ihr seid Verräterin. Das seid ihr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Tschö. Wenn du unten bist, kannst du ausmachen. Bin noch nicht unten. Tschüss.